Dieser Renntag wird Ihnen präsentiert von trotto.de. Die Quoten für das vierte Rennen für die Platzierung 4 mit der Startnummer 4 aus der Besitzergemeinschaft. Herzlich willkommen zu einem weiteren Renntag hier auf der Trabrennbahn Mariendorf. Beim Blick auf das heutige Programm bekommt man das Gefühl, dass das Derby-Meeting noch nicht beendet ist. Nicht nur, weil die beiden Highlights heute mit je 20.000 Euro dotiert sind, sondern auch, weil nahezu alle Protagonisten, die dem Derby-Meeting ihren Stempel aufgedrückt hatten, heute hier wieder in Berlin vor Ort sind. Einer davon ist natürlich Robin Bakker und den werde ich jetzt besuchen. Das erste Highlight ist heute der traditionsreiche Jugendpreis. 1892 ist er das erste Mal ausgetragen worden und somit das älteste Zuchtrennen in Deutschland. 10 zweijährige Nachwuchstraber wurden gemeldet und einer davon ist Wild West Diamant, gefahren von Robin Bakker. Herr Bakker, das Besondere an den zweijährigen Rennen ist ja, dass die Pferde meist gar keine oder nur wenig Rennerfahrung haben und das ist dann wie so eine kleine Wundertüte. Was gibt's zu Wild West Diamant so zu sagen? Es ist ein schöner Zweijähriger und hat eine sehr gute Quali gemacht in Wolvega und eine gute Zeit gelaufen auch und trainiert gut zu Hause und ja, wir sind gespannt mit dem ersten Rennen natürlich und wir haben kein Glück gehabt mit dem Nummerlosung, so wir mussten auf die zweite Reihe kommen. Das ist kein Vorteil, aber ja, wir mussten es mit tun und ich denke, das Pferd kann. Ist ein braves Pferd und kann von hinten und von vorne und läuft gerne auf einer Rücke. So, der trainiert mit anderen Pferden zu Hause. So, ja, hoffentlich kriegen wir eine gute Lage im Rennen und ein gutes Rennverlauf. Und dann denke ich sicher, dass ich vorne sein muss bei den ersten drei. Mit einer Qualizeit von 16,2 ist Wild West Diamant bis dato der schnellste im Feld. Aber nur 4 Zehntel langsamer war Dion Tesseler mit Nator Bo. Herr Tesseler, es scheint, als müsse sich das Rennen zwischen Nator Bo und Wild West Diamant entscheiden. Oder wie sehen Sie das? Na, so einfach ist das nicht bei den jungen Pferden. Die sind heute voor het eerste Mal 600 km van huis ab. Die zijn natuurlijk heute Nacht weggefahren. Blijven jonge Pferden. Und natürlich ist meine Nator Bo ein ganz gutes Pferd. Aber diese Nanamanga Bo ist auch nicht zu unterschätzen. Die ist auch gut genug. Ja, dann, kijk, het is een beetje schwierig te zeggen. Die hebben alle nur Quali gemacht. Und, wie snel hebben ze gefahren? Vielleicht zien we nog een paar andere Leute, die hebben in Quali nicht alles rausgehaald. Dus vielleicht zien we nog een paar andere da. Ja, dann lassen wir sie mal fahren zum Jugendpreis 2019. Und mit dem Jugendpreis 2019. Der Jugendpreis 2019 ist gestartet. Im Kampf um die Führung steckt hier Drafi Hall den Kopf in Front. An der Innenkante folgt dann Cash and Go New York. Dicht dabei sieht man Winnetou Diamant, außen begleitet von Namanga Bo. Bereits vor dem Start gab es Fehler von Nator Bo und auch Black Cash kam nicht gut ins Rennen. Die Pferde jetzt vor den Tribünen und hier setzt sich nun Cash and Go New York an die Spitze, wird aber sofort bedrängt durch Namanga Bo. Nummer 4 des Roten. In zwei dritter Spur kommt jetzt Vortex Star weiter. Noch eine Runde bis zum Ziel. Namanga Bo ist vorn, Vortex Star rückt in die zweite Position. Die Zwischenzeit 21:0. 6 Pferde sind hier noch recht dicht beisammen. Und gegenüber macht Vortex Star Druck auf Namanga Bo. Die beiden führen mit knapp 3 Längen. Namanga Bo mit einer Länge vor Vortex Star. 2-3 Längen dahinter sieht man Winnetou Diamant. Fehler von Vortex Star. Und jetzt ist Namanga Bo mit 4 Längen voraus. Zweite Position für Winnetou Diamant. Dann folgt Wild West Diamant. Viertes Cash and Go New York. Dann folgt Mystic Dream. Die Zwischenzeit 14:7. Und es geht auf die Zielgerade. Namanga Bo ist hier weit voraus. Namanga Bo. Dahinter wird außen Winnetou Diamant eingesetzt. Wild West Diamant außen. Kommt immer dichter heran. Namanga Bo noch nicht ganz sicher zu Hause. Namanga Bo immer noch mit 3 Längen vorn. Namanga Bo gewinnt den Jugendpreis 2019. Zweiter wird Wild West Diamant auf Platz 3. Winnetou Diamant und vierter Baltic Star. Fünfter Platz für Mystic Dream.
Was für ein Rennverlauf! Und den Quoten nachzufolge hat keiner so richtig mit Ihnen gerechnet. Wie war es für Sie? Wussten Sie, dass Sie gewinnen? Ja, aber bleibe zwei jährige Pferde. Aber mein Pferd hat eine gute Qualifikation gemacht in Holland und kam nicht stark nach Hause. Und ja, ich hatte gedacht, wenn ich mit 8 ein bisschen wegkommen kann und wir können nach dem Spitze fahren, dann hatte ich eine gute Chance. Und ja, alles war gut, gut gegangen, so im Rennverlauf. Und gibt es schon das nächste Ziel vor Augen mit dem Pferd? Ja, ich denke, wenn der nächste Start ist, meinst du, oder? Ja, das nächste Ziel. Ich denke, dass er läuft in die Breeders' Crown für die Stute, aber ja, es ist ein schule Stute und ja, die hat eine große Zukunft, denke ich. Vielen Dank. Danke. Wir kennen es eigentlich aus jedem Leistungssport. Doping ist ein Thema und auch im Pferdesport wird das natürlich nicht ignoriert. Und wie das hier im Trabrennsport kontrolliert wird, das schauen wir uns jetzt mal an. Für uns ist jetzt hier Schluss. Eine Dopingprobe findet nämlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es muss auf jeden Fall steril sein, die Proben dürfen nicht verunreinigt werden und es muss absolute Stille herrschen. Ich stehe jetzt hier mit Dr. Lubzek, der Bahntierarzt. Der ist hier zuständig für die Dopingproben und ich wollte unbedingt wissen, wie läuft denn so eine Dopingprobe eigentlich ab? Ja. Die Pferde werden von der Rennleitung ausgesucht, werden dann vom Geläuf in den Stall begleitet und werden dort entsprechend versorgt, werden abgeschirrt und entsprechend abgewaschen, werden dann weiterhin begleitet von der Rennleitung hier in den Dopingstall. Und dort versuchen wir dann zuerst Urin zu gewinnen. Gelingt das nicht, wird eine Blutprobe entnommen. Und in wie vielen Fällen kommt das so vor, dass das dann positiv ist? Also positive Fälle hatten wir in den vergangenen Jahren eigentlich irgendwo um 1%. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das ist auf jeden Fall eine gute Quote. Was passiert denn mit so einem Dopingsünder dann? Das Pferd wird für 3 Monate mindestens gesperrt. Es ist so, dass dann ein entsprechendes Verfahren eröffnet wird und da wird dann genau nachgeschaut und nachgeprüft, wer für diesen Fall verantwortlich ist und wie dieser Fall abgelaufen ist. Dann sage ich vielen Dank für diese Auskunft und wir können uns jetzt ruhigen Gewissens dem zweiten Highlight des heutigen Tages widmen, dem Finale der Silberserie. Eine Prüfung zum Zungeschnalzen, denn 5 der 8 Starter gehen als frische Sieger an den Start. Larsson mit Heiner Christiansen hat sich zu einem echten Publikumsliebling entwickelt und das Pferd scheint auch mit dem Rechtskurs gar keine Probleme mehr zu haben, wie wir ja vor 2 Wochen hier beim 6. Lauf zur Silberserie sehen konnten. Wie haben Sie die Zeit seitdem genutzt? Ja, wie gesagt, wir haben ihn leicht trainiert, aufgepasst, dass er gesund bleibt. Wir haben oben im Norden sehr, sehr schlechtes Wetter gehabt, aber es ist alles gut und er hat vor 5 Tagen noch eine leichte Arbeit bekommen, die hat er gut weggesteckt. Er ist gesund und fit für heute. Heiner Christiansen und Larsson sind bereit. Und wie ist die Lage bei den anderen so? Natürlich heute auch am Start der Champion Michael Nimczek mit Laurel Park. Wie ist die Lage so? Gut, gut. Wir sind gut angekommen und ich denke, wir sind gut gerüstet für heute. Ich habe gehört, der Hengst geht besonders von vorne aus sehr stark. Könnten die ersten Meter eigentlich schon entscheidend sein? Ja, das ist schon richtig. Die letzten Rennen waren fast immer von der Spitze, die er gelaufen ist. Ich glaube, es ist nicht zwingend ein Muss. Er geht auch aus dem Feld. Aber ich werde von Start natürlich auf den ersten Metern versuchen, eine gute Position zu finden. Vielleicht komme ich nach vorne. Wenn nicht, dann werden wir gucken, was passiert. Aber wir gehen es erstmal offensiv an. Dann schauen wir gespannt, wer übernimmt die Führung im Finale der Silberserie. Das 7. Rennen im Finale zur Silberserie ist gestartet. Am schnellsten beginnt Super Scene Squee.
Super Queen C hat knapp den Vorteil gegenüber Larsson und ganz außen Laurel Park. Es geht in den ersten Bogen und Larsson macht jetzt Druck auf Super Queen C. Im Ausgang des Casino-Bogens hat nun Larsson das Kommando übernommen, kommt mit der Führung auf die Tribünen gerade. Larsson an der Spitze, Super Queen C in der zweiten Position. Aber jetzt kommt hier in zweiter Spur Gläder. Bestens ins Rennen, drückt gegen Larsson und versucht vorbeizukommen. Larsson hält aber dagegen. Noch eine Runde bis zum Ziel und jetzt hat sich Gläder endgültig durchgesetzt. Gläder in Front vor Larsson, drei Längen hinter der Super Queen C. Dann sieht man innen Laurel Park, außen Hector Buco, gefolgt von Hollywood Star und am Schluss Hunter Montana. Gegenüber Gläder gemeinsam mit Larsson an der Spitze. Innen folgt Super Queen C in zweiter Spur. Hector Buco, fünfter. Laurel Park ist in die zweite Spur rausgegangen. An der Innenkante Hollywood Star und am Schluss weiter Hunter Montana. Jetzt sind es noch 500 Meter bis zum Ziel. Und Larsson als erster auf der Zielgeraden. Aber außen attackieren Hector Buco und Laurel Park. Einer von den dreien wird es machen. Innen Larsson, außen Laurel Park ist bereits vorbei. Nein, Laurel Park auf dem Weg zum Sieg im Finale der Silberserie. Laurel Park gewinnt vor Hector Buco und Platz 3 war es hier noch ganz eng zwischen Larsson innen und außen. Super Queen C, fünfter wird Hollywood Star. Wir begrüßen den Wiener Circle bei der Siegerehrung Herrn Ralf Becker, den Geschäftsführer der Kaprenbahn Wolwega. Und ja, wie gut angenommen wurde, ein tolles Rennen. Und ich muss sagen, Herr Nimczek, die Führung zwar am Anfang nicht übernommen, aber dann in einer beeindruckenden Schlussgerade das Rennen souverän gewonnen. Wann haben Sie sich entschieden anzugreifen? Ja, auf den letzten 600-700 Metern, da merkte ich, jetzt kommt meine Chance und dann bin ich auch in die Offensive gegangen und auf der letzten Zielgerade war ich mir an und für sich sehr, sehr sicher, dass es klappt. Es war beeindruckend. Sind Sie bereit für die Breeders' Crown? Auf jeden Fall, ich bin bereit. Laurel Park ist bereit, wie man heute gesehen hat. Breeders' Crown kann kommen. Sehr gut, vielen Dank. Danke. Okay. Der Goldhelm ist bereit für die Breeders' Crown und wir sind es natürlich auch. 21. und 22. September hier auf der Trabrennbahn Mariendorf. Jeweils ab 13:30 geht's los und Hauptstadtsport TV wird wieder ausführlich berichten, vor Ort sein. Tolle Aktivitäten, tolles Programm und natürlich spannende Rennen. Ich freue mich drauf und sage damit Tschüss bis zur Breeders' Crown. Dieser Renntag wurde Ihnen präsentiert von Trotto.de.